Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within, The Executioner. Und sorry, dass ihr den schwarzen Balken im letzten Part gesehen habt. Das war aus Versehen, da ich mit der Kamera, wie ich schon erwähnte, da habe ich das Layout und das alles neu angepasst und habe aus Versehen diesen schwarzen Balken, also mein Layout aus Versehen, etwas verschoben. Und dadurch war der schwarze Balken zu sehen. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, es ist in diesem Part wieder alles gut und wie gehabt. Wir wollen Joseph erledigen. Das ist natürlich eine üble Sache. Und wir lassen mal unsere Punkte, wie sie sind. Sind gespannt darauf. Oh Gott, was ist? Müssen wir gegen ihn kämpfen, ne? Unseren guten Freund Joseph. Ja, das ist so. Das ist leider so. Er schon wieder, ne? Oh, es war ja schon in The Evil Within. Oh, jetzt lacht er auch wieder so. Oh, es wäre. Jetzt können wir hier wenigstens mal so richtig eine verpassen. Was können wir denn hier mal machen? Kann man da was machen? Ach, können wir überhaupt ihn? Geht's? Können wir uns hier verstecken? So. Immerhin habe ich den hingekriegt. Ja, das fängt schon mal auf jeden Fall gut brutal mal wieder an. Währenddessen schießt er hier auf uns, oder was? Du Arschgesicht. Wo ist er eigentlich? Er ist irgendwo da? Da bist du. Du, dich mache ich fertig, du Arsch. Ja, komm her. Ja. Mann, oh, jetzt brenne ich. Oh Mann. Okay, er hat irgendwelche blöden, komischen Molotow-Cocktails bei sich. Wir verbrennen gerade vor uns hin. Dass ich mal ein, zwei Mal sterbe, das kennen wir ja auch schon. Jetzt frage ich mich doch, ob ich die Verteidigung erhöhen sollte. Ich erhöhe mal die Verteidigung. Einfach, weil ich jetzt weiß, was auf uns zukommt. Und weil wir von allen Seiten, wir werden irgendwie beschossen und. Und dies und das und jenes. Und ich glaube, die 100, die kriege ich auch trotzdem wieder hin. Verbessern wir sie einfach mal. Komm. Dieses Attribut kann nicht mehr verbessert werden. Also unsere Verteidigung ist top. 55 ist doch wunderbar. Vielleicht können wir sogar wieder mal mit dem Dynamit arbeiten. Das wäre doch auch mal eine Idee. Komm, ein bisschen Dynamit haben wir. Und davon haben wir auch noch genug. 45. Das ist doch, das ist in Ordnung. So mache ich das mal. Und dann kriegen wir die Hunde kriege ich auch noch hin. Der Joseph muss drunter leiden. Der Honk. Der soll mal runterkommen. Da bist du ja. Ja, er war schon immer etwas. Jetzt kommt er doch runter, oder? Ich hole mir nur mal hier so ein paar Punkte. Kann ja nicht schaden. Da kommt er, der Dicke. Den haben wir auch. Und dann war da noch einer, genau. Hör auf. Gemein zu sein. Mann. Ich will nicht brennen. Mach ihn fertig. Hey. Ja, komm. Hey, du bist doch so ein Arschgesicht, echt. Du bist ein Arschgesicht. Und vor allem ist er voll gut dabei, ne? Er schießt doch jetzt gleich wieder, der Arsch. Pass auf. Mach ihn mal fertig. Boah, das ist doch alles. Das sieht schon wieder so schlecht für mich aus. So alles Kacke hier.
Ich habe Angst, hier zu stehen wegen ihm da hinten. Er hat mich doch gleich schon wieder. Ja. Okay, es brennt. Okay. Ich werde mit dem Dynamit mehr arbeiten müssen. Das kann ich wenigstens zwischendurch mal so ein bisschen werfen. Vielleicht latscht er da wieder irgendwo rein und... Genau. Und mit den Fallen und so. Ich versuche das mal. Alle guten Dinge sind drei. Oder vier. Oder fünf. Je nachdem. Hahaha. Ich bin der Joseph. Ja. Das ist toll. Du bist ein ganz, ganz toller. Okay, er läuft da lang. Wo sind die Klopsis? Da hinten. Das war gut. So, den habe ich auch schon mal. Ich weiß immer nicht, ob ich hier länger stehen bleiben muss, um diese Dinger einzusammeln. Oder ob die sich automatisch sammeln. Den habe ich auch. Noch ist mir, glaube ich, nichts passiert groß. Er ist da unten. Da können wir uns doch mal erlauben, so eine Falle oder so. Oder so, Dynamit. Oh Mann, oh, da ist er nicht reingerannt. Oh shit. Das war auch nicht gut. Oh! Oh! Mm. Ich hätte mal aufpassen sollen, wer so hinter uns ist. Ja, du darfst ruhig mehrmals zuhauen. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Das Ding ist irgendwie explodiert und hat uns mitgerissen. Darauf muss ich mehr aufpassen. Okay. Habe ich so eine Art Medikit? Oh, ich habe ein Medikit wieder eingesammelt. Ich weiß nicht, wo es ist. Ach, hier oben sind auch noch schöne Sachen. Ich schaue mich einfach mal ganz in Ruhe hier oben. Ist ja gar nichts los gerade. Auf damit. Okay. Der kriegt jetzt erstmal... Komm mal hierher. Genau. So. Den haben wir schon mal. Der ist schön in die Falle gelaufen. Okay. Ich habe Angst vor dem Feuer. Wo ist er? Er kriegt mich auch immer, egal wie schnell ich hier ausweiche, ne, der Arsch. Komm mal hier in die Falle, du Blödmann. Nein, nein, schnell, hau drauf. Ich hab's versucht. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen in die Ecke getrieben, aber ich finde, der Joseph ist schwierig. Ich denke, ich brauche mehr Fallen und Dynamit. Ich will das wieder auf die alte Tour machen, deswegen werde ich jetzt mal einen Cut machen. Und den weiten, weiten Weg zurücklaufen müssen, glaube ich, ja. Auf jeden Fall möchte ich mehr Zeugs haben oder versuche ich nochmal eine Runde. Aber wir haben halt nichts mehr. Das ist doch scheiße. Das schaffe ich doch nicht. Ich komme halt nicht so nah an ihn ran, weil er seine blöden, komischen Cocktails hat. Da arbeitet man eher mit Distanz besser als Nahkampf, finde ich.
Doch, ich werde einen Cut machen. Bis gleich. Ich bin wieder in einer neuen Runde mit unserem guten Freund Joseph. Und gebe mir Mühe, zu überleben. Ist aber nicht so einfach, wenn man hier gerade festgehalten wird von so einem Dödel. Komm, mach ihn platt, ey. Und ich werde hier nebenbei angeschossen. Es nervt so dermaßen. Echt, ich will diesen Joseph platt kriegen. Das ist... Kannst du mal aufhören damit, du Sackgesicht? Komm, mach den Typen nochmal platt hier. Irgendwie muss ich doch mal an ihn rankommen, auch wenn ich kein Dynamit mehr habe. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist er? Hör auf! Da kommen die nächsten. Oh, hier ist noch ein Medikit, das ist gut. Nimm das mal. Lauf da rein! Ups, das war blöd. Das war blöd. Lauf da rein! Jawohl! Komm! Draufhauen, 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 draufhauen. Na komm schon! Na komm schon, den haben wir gleich. Ja! Jawohl, endlich. Oh, ist das gut. Es war so ein langer Kampf, echt. Joseph, du nervst. Geh sterben. Alter Schwede. Molotow-Cocktails sind jetzt im Laden zum Kauf verfügbar. Was für ein Laden? Der höchste Rang für Bewegungsgeschwindigkeit ist jetzt im Laden. Okay, gut. Im Laden können wir uns ja auch das Zeug für die Kettensäge holen und so. Ich glaube, ich muss den Laden mal finden. Ey, ey, ey. Ein ganzer Part lang nur diese Kampfscheiße. Und man kann ganz viel trainieren, man kann sich immer verbessern. Mission Folge deiner Tochter. Wunderbar, endlich. Jetzt sind wir auch hier wieder zurück. Ich war aber noch gar nicht bis zum Ende gelaufen. Bin ein bisschen verwirrt. Wir gehen jetzt nochmal da rein. Und gucken mal, was wir noch verbessern können. 79. Ich hatte 100. Ich hatte mir 100 Punkte geholt und konnte diese Fragezeichen trotzdem nicht freischalten. Also das geht noch nicht. 79. Also wenn ich da mache, da geht nichts. Wir brauchen hier 100. Da haben wir alles. Wir könnten die Lebensanzeige halt ultimativ verbessern. Und wir können jetzt auch Molotow-Cocktails holen. Die sind, glaube ich, gegen so Horden gar nicht mal schlecht. Da werde ich mir auf jeden Fall mal so ein Ding gönnen. Und wir holen uns auch nochmal Dynamit. Zwei Stück. Jetzt haben wir auch nur noch 39. Wir haben nur noch eine Falle. Das ist nicht viel. Dynamit finde ich aber fast wichtiger als diese Fallen. Wobei man, wie jetzt sieht, beim Bossgegner, dass das halt auch eine große Hilfe sein kann. Ja, da ich jetzt nur noch so ein bisschen Gestückel habe, komm, holen wir uns mal diese Molotow-Cocktail-Geschichten. Da geht nichts mehr. Dann holen wir uns noch eine Falle. Und das war's dann auch. Wir sind aber eigentlich ganz gut geskillt, finde ich. Wir können jetzt hier speichern. Oh, ich bin echt froh, dass ich das jetzt geschafft habe. Gott sei Dank. Ja, ich hatte ja einen Cut gemacht und wie gesagt, ich hatte noch gesagt gehabt, dass mich diese Testläufe total nerven, weil es einfach immer dasselbe ist, so. Wenn man halt hier in dieses rote Ding geht und trainieren gehen muss für die Punkte, damit man halt sich Sachen kaufen kann, dann muss man halt immer wieder dasselbe machen. Ich finde, da hätte man nochmal ein bisschen mehr Vielseitigkeit machen können oder sagen, ich will nur eine Welle oder so. Und wenn man bei drei Wellen, dass das irgendwie immer unterschiedlich ist oder so. Ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen eintönig, vor allem, weil man es ja doch immer mal wieder machen muss, um genug Punkte zu sammeln. Gegner werden immer schwieriger. Ich finde es schwierig, mit der Waffe, die wir haben. Gut, ich weiß nicht, wie gut die Kettensäge ist. Ich habe sie jetzt bisher nur einmal ausprobiert. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von The Executioner. Dann folgen wir dem Gang. Vielleicht laufe ich sogar nochmal den Weg zurück, um zu gucken, was am Ende des Ganges war. Da war ich nämlich noch nicht. Wenn da was Besonderes ist, dann schalte ich an der Stelle wieder ein, laufen hier zurück und gehen durch den Flur und folgen unserer Tochter, die wir hoffentlich finden werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hinterlasst mir einen Daumen hoch oder Kommentar, würde ich mich freuen. Wir sehen uns. Bis dann.